Oh, und da wären wir auch schon in Hogwarts. Das ging jetzt aber flott. Hey, die haben so einen Froschchor reingemacht. Warte mal, das singen die. Das kenne ich auch irgendwoher. Kommt das später? Also setzt du schon Kretze sehr hart in den Fokus, ne? So richtig so, der wird noch wichtig. Harry hat immer noch Schocki. Ja. Das ist wie so ein kleiner Epilog jetzt gewesen. Aber es ist eigentlich ein Prolog. Sowohl jetzt auch. Gibt's sowas? Gibt's ein Wort, was das heißt, wenn es dazwischen ist? Ich habe keine Ahnung. Und nicht Nackenschmerz. Nein. Ja, und somit wären wir wieder in Hogwarts. Ich finde es auch lustig, dass wir hier anfangen und direkt da oben hin müssen. So, wir haben natürlich auch keine neuen Fähigkeiten, soviel ich weiß. Deswegen gehen wir einfach mal geradeaus. Also wir kriegen ja jetzt sowieso hier ein paar Sachen. Und wir kommen zur ersten Unterrichtsstunde. Oh, ach ja, das ist übrigens auch so ein kleiner Bug. Irgendwie, auch wenn er jetzt im Blumentopf ist, Ohrenschmerzen trotzdem. So, genau, erste Unterrichtsstunde, Leute. Was das wohl wird... Wie die Brille am Wackeln ist. Hä? Okay. Mhm. Oh oh. Ja, das ist ein Irrwicht, Leute. Der Irrwicht zeigt, wovor man am meisten Angst hat. Und Neville hat am meisten Angst vor Professor Snape. Und man muss ihn zu was Lächerlichem bringen. Und zwar... Oh, der hat hier sogar einen Rock an. Das ist sogar das alte Lego-Version davon. Genau, also. Wir lernen gerade den Zauberspruch Ridiculous. Und jeder hat halt, das ist halt auch nochmal eine Riesenbesonderheit, jede Figur hat hier halt eine Kleinigkeit, die sie nochmal auszeichnet, wegen Angst haben. Tatsächlich ist es ein bisschen schade gemacht im Sinne von, dass, also nicht jede Figur hat sowas leider. Viele Figuren haben sowas, aber nicht jede. Und, ja, es ist hier halt so, dass, ja, die meisten haben, ich weiß gar nicht, ob wir das, naja, wir können leider gerade nur die zwei Figuren hier benutzen. Ich mache hier auch mal so ein bisschen, obwohl wir können auch erst mal die Unterrichtsstunde fertig machen. Genau, Hermine hat zum Beispiel Angst vor Professor Gonigal, wie sie ein Bild von einem Troll zeigt. So, Troll bedeutet übrigens, das ist auch eine Schulnote, das ist die schlechteste Schulnote, T für Troll. Und ja, wir ändern die halt um zu was Lächerlichen und es ist lächerlich, dass Hermine einen Preis gewinnt. Weil Hermine nur gute Noten schreibt. So. Genau, Hermine muss das dreimal machen. Ja. Hey, Kugelfisch. Einfach verpeilt, dass ich live bin. Ach, alles gut. So, genau. Hermine hat halt davor Angst. So, und jetzt werden wir natürlich, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt werden wir gucken, vor was hat One Angst. One hat Angst vor Spinnen. So, und der kriegt natürlich, also im Buch ist es so, dass die Spinne die Beine verliert und dann rumrollt, weil eine Spinne, also das ist ja das Klischee, eine Spinne, die kriegt halt einen runden Körper. Ist ja gar nicht so, die hat ja noch diesen riesen Hinterleib. Also so eine Spinne zumindest. Genau, und wir haben damit Ridiculous gelernt. So, und das Interessante ist jetzt tatsächlich, vor was hat zum Beispiel Harry Angst? Ne, jedenfalls herzlich willkommen, Kugelfisch, schön, dass du da bist. Ob wir das noch herausfinden? Da ist Harry. Da ist Harry. Der ist jetzt plötzlich wieder da. Aber interessant, dass wir hier den Fokus von ihm verlieren sozusagen. Dann halt was anderes machen. Also mit den anderen das zusammen machen. So, wir sammeln natürlich hier auch wieder Zeug ein. Oh, ich hoffe so sehr, dass wir dieses Mal jetzt hier gute rote Steine sammeln können. In diesem Schuljahr. Wäre schade, wenn nicht. Ich merke auch übrigens, das ist ja auch immer derselbe Raum. Übrigens ist das mein Lieblingsunterrichtsraum. Ich finde den so gut. Das Einzige, was mich stört, ist, aber lore-technisch ist das, dass da oben in dieser Tür halt der Raum ist von den Lehrern. Also wie nennt sich das hier? Der, ja, das Büro. Das Büro nennt man sowas. Genau. So, was kriegen wir? Einen Charakter? Wen kriegen wir denn? Pavati Patil, okay. Ich habe ja letztens den Uhrenturm aufgebaut. Das ist übrigens auch ein Teil, der Uhrenturm. Der kommt erst in Harry Potter 3 vor, in den anderen Teilen kam der noch nicht vor im Film.
Und übrigens Hauptmotiv in Zeit. Ja, der Film hat ein starkes Motiv auf Zeit. Oh, ob wir vielleicht irgendwas mit Zeit in dem Film oder in dem Buch haben? Ich weiß nicht. Und das ist, also, das ist halt vom Aussehen her wie Teil 3, aber im Prinzip ist es inhaltlich wie Teil 4 aufgebaut. Also, ne, hat halt Elemente daraus. Und darunter sind halt zum Beispiel die ganzen Figuren mit Kleidung. Mit Festumhängen, also mit Anzügen im Prinzip und sowas aus Teil 4. Genau, ah. Und ja. Dann ist mir aufgefallen, dass da aber zum Beispiel Padma und Parvati fehlen. Und dann ist mir aufgefallen, ach ja, okay, weil die sind in dem Adventskalender halt gewesen. Das ist halt die Sache. Also ich habe die Figuren. Und die haben die nur in den Adventskalender wohl reingepackt. Was ich aber cool finde, weil dann gibt es halt nochmal einen Anreiz, halt den Adventskalender zu holen. So, wen haben wir hier? Die Bahnhofswache. Ja, selbstverständlich. Ganz random. Haben wir heute Stardew Valley gekauft. Ist doch besser, als ich in Erinnerung hatte. War sehr vertieft in der letzten Stunde. Ja, die haben jetzt ja auch ein riesen Update nochmal reingepackt, ne? Ne, also mir hat das auch Spaß gemacht. Man konnte das ja eine Zeit gratis spielen auf der Switch. Ja, irgendwann hole ich mir das vielleicht auch mal. Also von den ganzen Farmspielen, muss ich sagen, fand ich das bis jetzt auch mitunter am besten, so, wenn ich das so sagen kann. Flup. Okay. Ja, wir haben jetzt den Irrwicht. Übrigens, das Interessante ist, Hermine hat ja hier auch Irrwicht, also die kann das ja auch. Im Buch ist das tatsächlich der Grund, weshalb sie eine schlechtere Note hat. Sehr skurril. Ja, also hier sind zwischendurch Irrwichte und damit, da ist zum Beispiel einer, die sind in diesen Kisten, die vorher immer nur geschüttelt haben. So, und jetzt können wir sehen, Harry kann den Spruch noch nicht. So, der Grund ist, also theoretisch kann er ihn, aber er hat ihn halt nicht in der Unterrichtsstunde gelernt und ich dachte eigentlich auch, der lernt den. Das finde ich jetzt auch eigenartig. Harry hat nämlich eine Besonderheit, und zwar sollte er nicht den Irrwicht sehen, weil Lupin Angst hatte, dass er Voldemort sehen würde. Und er hat gesagt, es wäre halt schon ein bisschen kacke, wenn plötzlich die schlimmste Person überhaupt, sozusagen, ne, plötzlich vor den ganzen Schülern steht. Aber was ist denn da, wenn Harry einen Irrwicht sieht? Es ist ein Dementor da. Und Harry hat einfach Angst. Ja. Denn Harry hat tatsächlich Angst davor, seine Eltern zu hören oder so. Also generell vor diesen Angst haben. Und ich muss sagen, das ist auch tatsächlich die Sache. Angst vor etwas haben. Also einfach die Angst an sich. Davor Angst haben. Das ist eine Sache. Also der hat nicht Angst vor den Dementoren, sondern der hat Angst vor der Angst. So. Und das ist auch eine Sache, da gehe ich absolut mit. Da gehe ich mit. Hör auf, mich abzuschießen. So, okay. Ah, ja. Diesen Ort mag ich nicht. Genau, wir haben hier vorne Professor Trelawney. Ich mag den Bereich hier nicht, weil ich nie weiß, was der hier von mir will. Weil ich meine, hier hatte ich damals mal Riesenprobleme gehabt mit dem Spiel. Und ich glaube, das war auch da, wo ich damals den goldenen Stein nicht bekommen habe. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, also der dritte Teil ist wirklich sehr skurril vom Film her. Also vom Buch schon her, meine ich. Und ja. Aber hey, wir nehmen halt hier alles mit. Wir haben ja Zeit. Ich habe ja gesagt, wir spielen das Spiel total entspannt. Deswegen sage ich ja, ich habe auch voll Bock, mal wieder so ein schönes Open World zu spielen, was aber nicht so gewaltig halt ist. Weil ich hier einfach so rumlaufen, also so richtig schön dieses Dulli rumlaufen und Aufgaben machen. Weil zum Beispiel das Problem ist ja in, das Problem an zum Beispiel Tears of the Kingdom, Breath of the Wild ist einfach, du machst deine eigene Geschichte. Es gibt keine Marker, wo du hin musst. So, wisst ihr, was ich meine? Also schon so ein paar, aber im Prinzip du erkundest halt. Und ich will halt mal wieder so ein Spiel haben, wo ich gesagt krieg, geh mal da hin und mach die Scheiße. So, ich will da noch nicht hoch. Hey, Chaos. Prost. Ja. Kurz um zu erklären, wegen heute, wir spielen heute Lego Harry Potter, weil gestern gab es da Tonprobleme. Ich hoffe, der Ton ist auch hier gut. Und
Genau, deswegen habe ich das dann gestern abgebrochen, bevor ich noch irgendwie wahnsinnig werde. Und deswegen machen wir das heute ganz entspannt. Joa. Und sammeln natürlich auch ordentlich Zeug ein. Ganz entspannt. Ja, ich bin ja am Überlegen, ob ich mir eventuell wirklich hier einmal Assassin's Creed anmache oder sowas. Und ich bin auch am Überlegen, ob wir das im Stream dann spielen, wenn ihr Bock habt. Oder gucken wir halt mal, ne? Wir haben ja generell auch sehr viele Let's Plays gerade, die laufen. Was ich übrigens unglaublich finde. Ich fühle mich gar nicht so, dass ich so viel aufgenommen habe, aber anscheinend schon. Ab heute gibt es übrigens auch Donkey Kong Country. Muss ich später noch auf Discord posten. Das mache ich später, wenn ich kurz Pause mache. Bumm. Zwei. Drei. So. Ich meine, wenn ich da vorne dran ziehe, müsste aus dem Fenster rechts, müssten, glaube ich, so Ringe kommen. Ja. Das habe ich mir so halb gemerkt wegen dem Problem damals. Wie gesagt, weil ich meine, es gab ja damals ein paar technische Probleme. Genau, ihr seht, One kann hier... Da kommt ein Pilz raus. Der Pilz darf hier noch gar nicht rauskommen. Okay, ich glaube, dann ist das wohl darauf gedrillt. Dass das wohl bei irgendwas Beweglichen einfach lang geht. Das ist übrigens ein Schnatz. Ey, wir kriegen eine Figur und wir kriegen Oliver Wood. Wo es auch ein sehr lustiges Wortspiel gibt bei dem ersten Harry Potter Teil. Achso, und der Kessel wurde jetzt zu einem anderen Kessel. Und zwar sagt Professor McGonagall zu Professor Quirrell im ersten Teil, ich würde mir gerne Wood ausleihen oder ausborgen. Und Harry denkt halt, oder beziehungsweise es klingt halt so, als würde Wood, ist ja Englisch und heißt Stock. Oder nicht Stock, Holz eigentlich, aber ne, ihr wisst, was ich meine, den Prügel ausleihen. Könnte ich mir mal kurz den Prügel ausleihen? Und Harry so, scheiße, jetzt kriege ich einen auf die Nuss. Oh nein. Harry hat dafür einen neuen Job bekommen, sozusagen. Boah, das war leider jetzt enttäuschend, als ich dachte. Genau, jetzt können wir den Pilz spielen. Und der Pilz ist eigentlich nur dafür da, um Pilz hier rauszuziehen. Hab ich gedacht. Moment. Da habe ich das jetzt irgendwie ein bisschen verbuggt, das Spiel. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade kaputt gemacht. Das wäre nicht so geil. Ich guck mal, ob hier noch ein paar Pilze irgendwo rauskommen. Na gut, da habe ich irgendwas falsch gemacht, weil eigentlich müssten die Pilze rauskommen, wenn man mit diesem kleinen Ding da langläuft. Ja gut, aber die bringen hier auch gerade nur Geld. Das kann natürlich auch sein, dass das war. Ich gehe aber trotzdem einmal ganz kurz raus und stürze das Spiel ab. So. Ja, sieht aber nicht so aus, als wäre hier noch irgendwie was. Ach doch, jetzt kommen Pilze noch raus. Okay. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so eine Aufgabe ist, die man machen muss. Vielleicht bin ich auch einfach nicht über die richtigen Dinger gelaufen. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ja, hat nichts gebracht. Außer ich habe jetzt irgendeinen vergessen, aber... ja gut. Dann... hätten wir zumindest hier alles. Ich weiß gar nicht, ich meine, da hinten links konnte man auch entlang und dann kommt man zum Glocken, also zu diesen Turmdings. Naja, rein da.
Hallo. Ich mag, dass das die eine Frisur gekriegt hat, die alte Lego-Figur. Also das ist halt auch die alte Lego-Figur. Oh, ja, T-Satz. Die hatte noch so einen komischen lilanen Hut. Ah! Klar. Oh, sie hat vorausgesagt, dass da ein Vogel gegen die Fensterscheibe knallt, auch wenn das nicht wie ein Vogel aussah. Jo, Wahrsagen. Wahrsagen. Das Fach, was irgendwie keiner mag, besonders weil Professor Trelawney, ja, also es wird ein bisschen später aufgelöst, warum sie da ist. Ich muss auch sagen, Professor Trelawney ist für mich die Inkarnation von manchen Lehrern. Also nicht Inkarnation, manche Lehrer waren die Inkarnation von Professor Trelawney. Sie war im Prinzip das, der Vorbote davon, dass es unfähige Lehrer gibt. Ja, es kommt halt später, im Prinzip wird erklärt, warum sie genommen wurde. Und es wirkt auch so ein bisschen so, als hätte er selbst Dumbledore keinen Bock gehabt oder keine Ahnung. Aber ich sag mal, kann man es auch verübeln bei einem Ding, was komplett einfach nur auf, oh, vielleicht. Ich find's nur halt sehr skurril, dass halt manche Sachen halt wirklich so wirken, als würden sie tatsächlich wahr sein, was sie sagt. Und das ist halt so eine Sache, die ich halt echt eigenartig finde. Übrigens, eine der komischsten Sachen, die hier ist, und das habe ich nie verstanden, wer ist dieser Typ? Und warum sind hier so zwei Burschen links und rechts? Also ob das eine Anspielung ist, irgendwie wegen Tee oder sowas? Und also man trinkt ja hier Tee oder ob das irgendwie, keine Ahnung was. Und dass das irgendjemand darstellen soll. Vielleicht ist es David Yates oder so. Obwohl, ich glaube von David Yates mit der erste ab Teil 5 die Filme, glaube ich, ne? Was ich übrigens sehr eigenartig finde, weil ich finde halt... Jeder, also ich finde Teil 7, Fantastische Tierwesen 1, 2 und 3, also 7, 1 und 2 und die drei Fantastische Tierwesen Filme, die fühlen sich schon sehr ähnlich an von den Filmen. Aber so Teil 5 und 6, wer will was von mir? Oh, ich habe einen Beitrag gekriegt und dazu ein paar Smileys, das heißt dann meist, das ist wichtig. Oh, von Acolyte gibt es einen Termin. Morgen kommt ein Trailer, okay. Und 4. Juni anscheinend kommt das. Acolyte ist die wahrscheinlich nächste große Star Wars Serie und die scheint wohl qualitativ technisch, also bemühen die sich, dass sie auch mega hochwertig ist. Also im Endeffekt ist es mir eigentlich egal. Aber wenn ich so dran denke, Endor war halt auch ein richtig, richtig... Also Endor fühlt sich überhaupt nicht für Star Wars an. Na, wäre schon ganz cool. Obwohl ich da immer so ein bisschen schade... Für mich ist Star Wars halt auch so ein bisschen Abenteuer und so. Und wenn du dann sowas hast, was halt... Also klar, du freust dich drüber, aber irgendwie... Weil es auch mal was anderes ist. Aber du willst halt Star Wars so, weißt du? Nein, ich freue mich drauf. Gerade weil es was anderes ist. Und es soll halt diese High Republic-Ära auch so ein bisschen beenden. Und ich wollte eigentlich bis dahin die High Republic zu Ende lesen, aber... Was soll ich machen? Oder überhaupt mal anfangen halt. Und ich bin immer noch beim normalen Kanon. Naja, ich glaube, bis ich da irgendwann mal bin. Aber das hatten wir schon. Ich glaube, da war nichts. Ja, ich bin ja hier auch immer so ein bisschen immer mit einsammeln, ne? Also nicht wundern. So, davon haben wir noch eine Tasche. Haben die sich jetzt wegen der Tasse gefreut oder wegen... Keine Ahnung. Der Chizzy schreit immer noch rum. Ach, hier ist noch einer. Okay. Alles klar. Und einen goldenen Stein bekommen. Nice. Ja, fehlt ja nicht mehr viel. 139 noch. Wow. Okay, es sind keine vorgefertigten Cutscenes. Jetzt würde dadurch das Geld liegen. X. Eine 10. Aber das ist ein schiefes Kreuz. Das wurde auch im Buch gesagt. Ja, was ist das? Ich glaube, es ist ein Omen des Todes, ein Lego-Hund.
Du wirst sterben, Harry. So, schön, schön. Genau, und jetzt müssen wir da hinten lang. Ich habe ja schon gesagt, dass man da auch irgendwo hin kann. Ja, dann schauen wir doch mal. Ach ja. So, ich weiß auch gar nicht, was die Level hier eigentlich sind. Also ich glaube, hier ist ein Irrwicht. Tatsache. Ja. Ich glaube, damit kommen wir jetzt da hinten durch die Tür. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt will. Ich glaube nicht, weil da ist ein Bug. Und ich würde sehr, sehr gerne da erst irgendwann hin, wenn... Also da soll ein Bug sein. Ich habe den tatsächlich noch nie ausgelöst. Ich würde da sehr, sehr gerne zu irgendeinem anderen Zeitpunkt hin. Weil, ja, vor da irgendwie... Dann irgendwie heißt so plötzlich, nee, geht nicht. Obwohl... Doch, ich will dahin. Doch. Ich riskiere es jetzt. Ich riskiere es jetzt. Ist mir egal. So. Nee, es wird halt online gesagt, dass hier wohl irgendwie so eine Sache ist, wenn man irgendwie zu dem falschen Zeitpunkt hier irgendwas einstellt, da kann es passieren, dass das Spiel irgendwie, also dass man irgendwas nicht bekommt. Aber keine Ahnung, wie das aktiviert wird. Keine Ahnung, warum das aktiviert wird. Ich gehe übrigens hin, weil hier auch noch ein roter Stein sein soll. Und ich sage jetzt mal ganz doof gesagt. Wenn es tatsächlich passieren sollte. Ich kriege gerade übrigens voll Hunger auf Pizza. Vielleicht mache ich mal eine Pizza. Wenn es heute passieren sollte. Oder heute, wenn es in diesem Spiel passieren sollte, dass das Spiel irgendwie so verbuggt ist, dass wir es nicht zu Ende spielen können. Dann ist das so. Charaktere mit Zeit- und Karrierefähigkeiten können diese hier benutzen. Das ist mal die Frage. Wer hat hier jemand schon Zeit- und Karrierefähigkeiten? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass wenn man das hier vielleicht macht und dann den Zeit- und Karrierefähigkeiten benutzt, dass das dann vielleicht rumspackt. Ich weiß es nicht. Ich würde halt schon gerne den roten Stein halt mitnehmen. Das wäre mir schon sehr wichtig. Ich mag übrigens, also den Bereich hier, den finde ich eigentlich so ganz cool. So. Dann zeig mal, was kriegen wir? Bitte, bitte Stadtmagnet oder so. Theoretisch gut. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht so der größte Freund von den Verdopplern und so. Weil ich finde, dann geht ein bisschen so dieser Ansporn weg, halt alles mitzunehmen. Weil du eh nur lang läufst und deswegen werden wir wahrscheinlich nicht benutzen. Und wir sind ja nicht hier sowas wie bei Lego Batman 1, wo man plötzlich dann irgendwie keine Ahnung wie viel Milliarden Geld ausgeben muss, nur um dann Fragezeichen freizuschalten. Wisst ihr das nur? Das war widerlich. Also das war das Abartigste, was ich jemals in einem Videospiel, glaube ich, in einem Lego-Videospiel hatte. Und ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass es trotzdem irgendwas freigeschaltet wurde. Guck mal, wie viele Spinnen hier rauskommen. Die kann ich sogar angreifen. Und mehr kommen nicht, ne? Schade. Oh, da ist noch einer. Nur Geld. Ich bin so doof manchmal. Ich bin so doof manchmal. Danke. Ein Ei? Nimmst du das Ei mit? Oh. Ich glaube, der passt da nicht durch. Oh. Oh. Van Dursley am Apparat. Van Dursley am Apparat. Zitat aus Harry Potter 2. Ich würde gern mit Harry Potter sprechen. Nee, aus Teil 3. Entschuldigung, aus Teil 3 ist das sogar. Alles klar. Ich probiere aus, ob man das schon kann. Ich bezweifle es. Ja gut, wir können es noch nicht. Okay. Ich habe ein bisschen Foreshadowing betrieben. Hey. So, weiter. Ja...
glaube, wir haben ja auch noch nicht die ganzen Vielsafttrank-Dinger reingepackt. Natürlich brauchen wir es eigentlich noch nicht, aber... Wir nehmen auch hier noch nicht alles mit. Also die sind ja auch noch sehr viele Ortschaften, wo man später sowieso nochmal hinkommt. Und warum soll man die sich dann jetzt schon alle mitnehmen? Wenn ihr versteht, was ich meine. Also beziehungsweise ich will jetzt, muss jetzt nicht unbedingt noch links rum, das wollte ich damit sagen. Das kann man sich auch später mal machen. Also da rein. Weil ich auch gar nicht weiß, ob da jetzt noch irgendwie aktuell was ist, was wir brauchen. Und ja. Naja, mal sehen. So, gehen wir da.